Hallihallo zum Morning Hash. Wie ihr unschwer erkennen könnt, bin ich heute nicht auf meiner Couch, sondern hier an der kleinen Meerjungfrau in Kopenhagen. Und das hat einen ganz besonderen Grund. Den sieht man dahinter. Da ist nämlich die BMW-Halle, wo am Samstag der Eurovision Song Contest stattfindet. Und für uns, für Deutschland, geht Ella Isa an den Start. Die habe ich zum Interview getroffen und mit ihnen darüber geplaudert, was sie hier in Dänemark schon kennengelernt haben. Ich habe euch was mitgebracht. Oh, geil. Und zwar Dänemark oder Lakritz. Seid ihr Lakritz-Fans? Ja! Geht so, aber ich esse die auch. Also ich verteile mal eine Runde, weil ich möchte jetzt sehen, ob die euch schmecken. Bitte. Für dich. Für dich. Du musst, Ella, du musst da durch. Und ich würde gerne wissen, was habt ihr in Dänemark jetzt, ihr seid jetzt eine Woche circa hier in Kopenhagen, was habt ihr schon so mitgenommen in Sachen Essen und Kultur? Sehr gutes Essen. Viel Fisch, viel Fleisch, esse ich beides nicht. Aber alles andere ist gut. Also man muss auch echt sagen, wir haben so das Gefühl, dass die Dänen sehr viel Wert auf gutes Essen legen. Und wir waren natürlich auch Hotdog essen, war ja klar, mit Ivan. Und es hat richtig gebockt, also wirklich auch die Restaurants hier. Wir kommen zwar jetzt nicht so oft hier weg, aber es ist schon super, wirklich, ganz, ganz toll. Und wir waren Eis essen. Wow. Oh, ich habe das beste Schoko-Brownie-Eis gegessen in meinem ganzen Leben. Doch nicht nur das dänische Essen kann sich sehen lassen. Im weltberühmten Tivoli, dem Vergnügungspark mitten im Herzen von Kopenhagen, lecken sich Ella, Yvonne und Nathalie beim Karussellfahren und Zuckerwatte-Essen vom ESC-Stress ab. Eben gerade noch beim Interview auf der Couch, jetzt sind wir schon im Tivoli. Wie gefällt's euch? Voll geil. Ja, war super spannend. Ja. Wetter könnte ein bisschen besser sein, aber das kann man nicht runter, weil es regnet. Aber hört gleich wieder auf. Ja. Ist ein Schauer. Ich würde gerne noch wissen, auf einer Skala von 1 bis 10, wie aufgeregt seid ihr momentan? 6 bis 7. Ja, es ist so mehr vorfreudige Kribbeligkeit. Also es ist jetzt keine extreme Aufregung. Würde ich auch sagen. Also ich glaube, das kommt erst so richtig ganz kurz vom Auftritt, ja. Aber da machen wir so viel Quatsch, dass wir uns da ganz doll davon ablenken, dass das hoffentlich nicht so schlimm ist. Ich würde gerne noch wissen, habt ihr so einen Lieblingssong aus all den Jahren ESC? Gibt es einen Lieblings-All-Time-Favorite-ESC-Song? Ja, und zwar Ruslana mit Wild Dances. Ich fand das ganz, ganz toll. 2004 hat sie gewonnen und ich fand den Song damals so geil. Ich habe mir danach wirklich auch das Album gekauft. Mal kurz ansingen. Die, 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 wanna be loved. Die, 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 wanna have chance. Die, 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 the sky is above. Die, 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 I'm wild dances. Ja, ich finde, schöner kann man eigentlich nicht rausgehen aus der heutigen Sendung. Ich danke euch vielmals und wir drücken die Daumen.